Okay, wir können die Zeit wieder zurückdrehen und müssen irgendwie versuchen, irgendwie an die Flasche zu kommen, aber die fällt ja dann wieder runter, ne? Ja. Das heißt, wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, die Flasche. Später kommt The Evil Within, wir spielen das DLC weiter. Wir spielen The Assignment weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann immer noch mit dabei, natürlich. Und wir müssen ja Inge. So, jetzt aber. Jawohl, sehr schön. So, wunderbar. Three down, two more go. So, zwei Stück noch. Ich vermute mal, dass im Bus noch vielleicht irgendwie eine Flasche sein könnte. Weil da waren wir nämlich noch gar nicht gewesen am Bus, weil der Bus gerade irgendwie uns angezeigt worden ist. Inge, Inge. Die Inge. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Okay, da reinkommen wir anscheinend nicht. This was an old school punk shirt. Das war ein altes Punk-Shirt. Und Snowball. Ja, Snowball, genau, das süße Kätzchen. So wie hier, mein Gizmo, ne? Hey. Meine Speicherkatze im Übrigen. So, müssen wir mal gucken. Wo finden wir denn jetzt noch die restlichen zwei Flaschen? Kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Die sind grün. Waschmaschine haben wir uns schon angesehen. Da ist noch ein Shirt am liegen. Vielleicht hier irgendwo. Da oben ist eine Flasche. Da komme ich aber, glaube ich, so, glaube ich, nicht hin, oder? Hier oben liegt eine Flasche. Wie komme ich denn da rauf? I bet I could get on the boat from a higher location. From a higher location, okay. Die Frage ist, wie komme ich da. Wie komme ich da hin? Vielleicht hier irgendwie mit dem. Higher location, ja. Da waren wir auch schon gewesen. Ah, hier vielleicht drüber, oder? I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Okay. Da vielleicht nach oben gehen. I know there's a bonfire spot where people party around here. Vielleicht hier oben. Vielleicht kommen wir da irgendwie rüber. Liegt hier vielleicht noch eine Flasche? Kommt Outlast 2 dieses Jahr noch oder nächstes Jahr raus? Das weiß ich gar nicht. Ich hoffe noch, dass es dieses Jahr kommt. Wir werden wahrscheinlich mehr auf der E3 erfahren. Oder zumindest in der Zeit, wo die E3 läuft. Vermute ich mal. So, da werden wir wahrscheinlich. Ja, ja. Puh. So. Und da haben wir schon die vierte Flasche, das heißt eine noch. Eine Flasche. Du sollst dich nicht hinsetzen. Bin überfragt, wo die letzte Flasche sein soll. Wir schauen mal. Schauen mal, ob die. Oh, da oben ist wieder ein Eichhörnchen gewesen. Wo finden wir die letzte Flasche? Hier ist auch nichts. Hier steht Chloe. Eine hat sie ja in der Hand. Hm.
Das ist aber verdammt schwer, jetzt die letzte Flasche zu finden. Tja, wo könnte sie sein? Wo könnte die... Every car has its own tale and history. Ja, die ganzen Autos haben eine ganz lange Geschichte oder eine alte Geschichte zu erzählen. Wo finden wir die letzte Flasche? No way. I totally remember going there when I was a kid. I Oh loved the hush puppies. ja. Now that I know there's a bonfire spot where people party around here. Ist natürlich auch faszinierend, dass jetzt die Episode 2 so ein bisschen so, dass man jetzt so ein bisschen suchen muss hier etwas. Hard to Das believe that was once on the road, haben wir schon filled with gesehen. dozens of students. Das haben wir schon gelesen oder mitbekommen. Hier ist ein Boot. Das Boot. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Okay. Ich sehe aber auch die Flasche irgendwie jetzt nicht hier großartig rumliegen. Old Camera. Beyond repair. Rest in peace. Rest in Peace. Wo könnte die letzte Flasche liegen, die wir brauchen? Car Wreck, das haben wir schon gesehen. Die letzte Flasche ist fies. Ja, das stimmt. Dann weißt du wahrscheinlich schon mehr wie ich, weil du so am Grinsen bist in W. I know there's a bonfire spot where people party around Und here. willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wo ist denn die verdammte letzte Flasche? Das hatten wir schon. Mann, hier liegt alles so an Krimskrams rum. Wie soll man denn hier eine Flasche finden? Schatz, einfach hier so eine Flasche mitnehmen, da so eine Plastikflasche. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht doch nochmal in dem Raum, in dem Zufluchtsort von Chloe, vielleicht nochmal. Oh, wie süß. Oh. Von Chloe vielleicht nochmal nachsehen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen, dass da vielleicht doch noch eine Flasche. Obwohl, da war ja eine schon gewesen. Vielleicht liegen da zwei. Ich bezweifle es stark. Nicht wirklich. Puh. Hier fahren aber sehr, sehr viele Züge, muss ich sagen. Puh. Wo soll die letzte Flasche sein? I know there's a bonfire spot where people party around here. Oder hat sie die Flasche? Kann das sein? I have to find dirty ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the rain's crybaby, and I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God? Or the gods. So bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Oh yes. Once I figure out exactly how my power works. A god must doth know these things. Amen. And while you build an empire, I'm there to keep you on the path of badassness and fun. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Okay. Müssen aber immer noch diese Flasche finden. Das gibt's doch gar nicht. Das kann auch nicht sein. Wo soll denn diese dämliche letzte Flasche sein?
Hier vielleicht? Nee. Hier in dem Auto von ihr? Auch nicht. Okay. I know there's a bonfire spot where people party around here. Ist aber die letzte Flasche ist aber echt mies und mein Gott, wie lange wir jetzt hier schon rumsuchen. Alte Puppe, die haben wir uns schon angesehen. Das alte Shirt auch schon. Die alte Kamera. Die Waschmaschine. Da kommen wir nicht lang. Let's Play Flaschen suchen. Ja, herzlich willkommen zum Let's Play Flaschen suchen. Tja, falls ihr schon mehr gesehen habt, wie ich, dann bitte in den Chat reinschreiben. Denn ich bin total blind irgendwie. Ich sehe hier nicht eine einzige Flasche, außer die rechts oben im Bild sitzt, mit dem orangenen Shirt. Ansonsten, ich, hä? Wo soll denn hier bitte? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die letzte Flasche sein soll. Und hier sieht es auch nicht so aus, als würde hier eine rumliegen. I know there's a bonfire spot where people party around here. Ja. People party around here. The party around here. The party around here. Willst du Hilfe? Ja, wenn du gerne, wenn du weißt, wo die Flasche liegt, dann sag's mir bitte. Also, sonst suche ich mir echt hier einen Doofen. Das wäre echt super. Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? So eine miese Flasche. Weil ich glaube, würde mir jetzt hier einen heißen suchen. Also wenn du es weißt, wie gesagt, dann sag's mir bitte, weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran jetzt. Und hinterm Haus. Hinterm Graffiti. So, jetzt bin ich hinterm Haus. Ich schau mal. Flasche. Da ist auch was. Komme ich da? Huch, hoppala. Campfire. Bottle. Ich werd bekloppt. Dankeschön, Inwe. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain So. Cohen. Wow. Okay, was kann ich denn? Oh Gott, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ja. Ja, und jetzt? Okay. Das haben wir also so gelöst. Gut, dann bringen wir mal die Flaschen zu Chloe. Und schauen mal, was sie vorhat. Ich vermute mal, sie wird wahrscheinlich mit der Waffe drauf schießen wollen und uns dann irgendwie was abfragen mit unserer Fähigkeit. Und wir schauen mal. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid in der Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Hey, Samstag ab Snacks. 20 Uhr. Und gleich geht's los mit Horror, wie immer, ab 22 Uhr. Wait, one more for the road. You're serious about this. We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Wie help me aim? Was? Show me the way, Max. Wie show me the I need way? to see you shoot first.
Oder muss ich die... Hä? Show me the way, Max. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Ah, okay. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Okay. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Oh mein Gott. Ist die schlecht? Ist die schlecht? Max, where do I aim? Aim slightly above. Brust zusammen. Right between the eyes. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Whoa. Hella yes! Okay. Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never? So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot. Ja. Tire oder Gastank. Well, Max? Oder die Stoßstange. Ich sag mal, die Scheibe oben, die ist gar nicht mehr so schlecht. I want to see that windshield go down. Watch out for flying glass! Whoa. You guys better run for cover! Yet the bottle remains. Well, Max? Schieß mal auf den... Okay, auf die Stoßstange. Help, so I'm gonna kill the car bumper. Oh, Jesus, nein! I shot myself! I shot myself! Back up! Back up! Gun? Hold on, Chloe. Fuck. Dude, I need a target before I shoot. Let's see what happens when you shoot the gas tank. Step back. Gas tank go boom. Uh-oh. Uh-oh. Boom! Car Whoa. Definitely down, but no bottle casualties. Feels good, but I didn't hit any of the bottles. Okay. Also dann nochmal zurückspulen. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Whoa. Uber cool. Yeah, alle weg. Sehr schön. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Max, your nose. Damn. I don't. Oh my god. Super. Max! You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe.
Ja, und mit denen, ja, mit der Rückblende von Krad und alles, dass wir uns nochmal zurückerinnert haben, was da sie wohl voraussieht, also unsere liebe Max, möchte ich euch entlassen, ja, von der zweiten Episode erstmal, dass wir hier einen kurzen Cut machen. Wir spielen da demnächst dann weiter, ich denke mal wahrscheinlich dann nächsten Samstag. Oder Freitag, eins von beiden. Ich vermute mal Freitag, dass wir damit anfangen. Und ich glaube, dass nicht mehr so lange die zweite Episode geht. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Jetzt geht's gleich weiter. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten mit The Evil Within. The Assignment spielen wir weiter. Das DLC von The Evil Within. Und dann sehen wir uns gleich da wieder. Und ja, würde sagen, bis gleich.